Hallo Freunde, willkommen im Wald. Das hier ist der Igelstäubling oder der Igelbovist, ein ungenießbarer Pilz. Bei den Bovisten gilt, wenn sie außen weiß sind und innen rein weiß sind und keine Lamellenansätze zeigen, sind sie essbar. Sind sie innen weiß und außen bräunlich, meist ungenießbar oder zumindest minderwertig. Der Igelbovist, der kommt meist in Laubwäldern vor, auf kalkreichen Böden von Frühsommer bis Spätherbst. Der Fruchtkörper ist bräunlich, kugelig. Der ist bräunlich, kugelig und birnenförmig mit diesen bräunlichen Stacheln. Die sind aber nicht allzu spitzig. Die Spitzen können leicht heller sein. Das Fruchtfleisch ist jungweiß und später mit der Sporenreife gelblich-olivgelb und später dunkelbraun. Wie gesagt, ein ungenießbarer Pilz, aber optisch ein schöner Pilz. Der Igelstäubling.